Outdoor-Abenteuer und Wildniswandern verlangen eure Haut einiges ab. Und damit ihr nicht so aussieht wie nach 14 Tagen Kanada, habe ich hier was für euch. Die Hydra Energy Serie von L'Oréal Paris Men Expert, der heutige Partner der Folge. Das Duschgel ist der Startschuss. Damit frischt ihr euch erstmal richtig auf. Dann kommt das kühlende Reinigungsgel für den ultimativen Frischekick am Morgen. Perfekt für deine Bedürfnisse und Gesichtspflege abgestimmt. Anschließend kommt die Nummer 1 in Deutschland für Männergesichtspflege. Koffein, Vitamin C und 24 Stunden Feuchtigkeit. Außerdem, für alle, die raus müssen, gibt es seit 2023 die Hydra Energy Serie mit Lichtschutzfaktor 15. Perfekt für alle Sonnenkrieger unter euch. Und wenn ihr mal nicht genug Schlaf abbekommen habt, dann haut euch den Augenroller auf. Der hat Vitamin C und Koffein gegen Augenringe und Falten. Da ist gar kein Kaffee mehr am Morgen nötig. Damit habt ihr eure Pflegeroutine im Griff und seid ready fürs Abenteuer. Egal, wo es euch hinzieht. Also holt euch die Hydra Energy Serie von L'Oréal Men Expert. Seht ihr das, was das an Energie geben wird? Seitdem wir das Wasser trinken, ist es uns schlecht und ich hab's so dran. Da ist noch einer! Guck mal, so eine schmale Scholle! Eine Scholle! Da beißt nichts an. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Pass auf, pass auf! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Willenskraft wie Wolf. Du kannst dich nicht bewegen. Wenn wir jetzt theoretisch sagen, wir gehen zurück, dann war's das. Alter, ich bin gerade psychisch das erste Mal so richtig, boah. Das ist eine Scheiße. Das ist die krankste Scheiße, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Mental knallt's gerade, ey. Richtig geil, der Spot. Ja! Hey, Bier! Das Bernspray wird jetzt mal ein bisschen gelockert hier, Freunde. Das ist gestört, krank hier lang zu gehen. Hilfe! Hey, Bär! Ho, Bär! Boah, ist das rough, ey! Fuck! So eine Scheiße, ey! Das ist so krass, ey! Come on! Yeah! Wir können stolz auf uns sein. Wir zeigen euch Survival. Seven vs. Wild Teams. Zurück am Shelter. Ey, der hat gesagt, wir sollen jedes Mal die Box zumachen. Wir lassen sie immer offen. Ich setz mal diese Scheißbox jetzt drauf. Echt? Boah! Das ist Zweckentfremdung. Wir haben unsere Vorrichtung gebaut. Hier hinten haben wir das Dreckswasser. Das wird gleich abgekocht mit den Steinen, die hier liegen. Dann wird das Wasser hier reingefüllt. Da wird es dann einmal ein bisschen gefiltert, damit ein bisschen die Kohle und der Scheiß raus ist. Dann kommt es hier rein. Da tun wir gleich Maggi rein und dann machen wir uns eine richtig geile Brühe. Wir haben hier ein bisschen Holz vorbereitet. Hier der Start ist hier immer zu sehen. Dann tun wir immer größer und größer. Das sieht professionell aus. Sieht krass aus, ne? Ja, echt. So, das ist ein bisschen krampfig. Wir müssen da leider mit der Buschbox arbeiten, sonst hätten wir halt ein größeres Feuer schon längst. Ja, es wäre viel einfacher, mehrere Steine zu erhitzen und die Buschbox. Viel einfacher. Und so müssen wir die jetzt halt so krampfig reinlegen und dann müssen wir irgendwie unten Feuer rein. Die krampfig wieder rausholen irgendwie. Ja, krass, Alter. Giga krampfig. Aber wir kriegen das hin. So, hier hatten wir gestern, hatte ich schon angefangen, hier eine Schale draus zu machen. Das werde ich heute weitermachen, aber ich habe das letzte Mal null angeschnitzt, werde das vielleicht ein bisschen mit dem Messer jetzt noch anschnitzen. Das, ich habe gleich gezeigt, hier, das habe ich gestern schon reingebrannt mit Kohle und Pusten. Ich werde das jetzt noch ein bisschen schnitzen, dass die Kohle besser reinkommt und das Holz mehr angreifen kann. Und am Ende machen wir dann irgendwie hier einen Schnitt mit der Säge, auch wenn das anstrengend wird. Dann haben wir eine schöne Schale. So, wir machen jetzt Brühe damit. Das ist heiß genug für Brühe. Wow, jetzt kocht das. Fass mal rein ins Wasser. Also wenn du sagst, das sind 60 Grad, dann bist du ein scheiß Labersack, Alter.
Es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Es ist heiß genug. Es siedelt immer noch auf dem Stein. Das ist ein krasses Zeichen. Obwohl der Stein jetzt schon so lange drin ist. Mehr. Gib ihm. Nicht auf meine Hände, bitte. Da ist noch mehr drin. Ist das heiß. Das kocht. Das ist richtig heiß, Max. So, da kommt jetzt unser gefiltertes Wasser raus. So ein bisschen gefiltert zumindest. Zumindest so gefiltert, weil hier drinnen schwimmt überall Asche von den Steinen, ganz ekelhaft, und Dreck und Sand und Holz, dass das raus ist. So, ein bisschen weiter ausgekerbt, damit da gleich die Kohle reinkommt. Ich finde die Konstruktion toll. Wir haben keinen Wasserfilter. Fritz und Martin gehen einfach an den braunen Fluss und trinken daraus. Ist fertig getropft. Ja, wir trinken. Unsere Brühe ist fertig. Ich nehme die mal raus. Das trinken wir. Willst du den ersten Schluck? Ich würde gerne erstmal schauen, wie die so von der... Boah, die ist schön warm. Das ist unsere erste warme Brühe. Nicht auskippen. Warum nimmst du die in einer Hand und läufst da so komisch rum? Wow, wow. Warum machst du das? Ich trinke jetzt, okay? Ja. Boah, der Rauch zieht immer richtig jetzt zu dir rüber. Oh, was machst du? Das macht mich so fertig. Das machst du immer. Brühe. Team. Braun und Grün. Braun und Grün ist angekommen. Shake das noch mal ein bisschen da drin rum. Das ist toll. Ist toll? Mhm. Schmeckt ein bisschen. Der ist noch ein bisschen fest an der Seite, wo wir es reingefüllt haben. Ja, ich weiß, aber was soll ich da machen? Wenn du so im Kreis schütteln, wie man es macht, ja, so. Nicht so komisch. Das wird nicht mehr. Okay, ich wusste, dass du nicht kannst. Trink einfach. Ist sie intensiv genug? Die Brille beschlägt. Ich weiß nicht, du kannst auch gleich gerne mal probieren. Ich würde sagen, ja. Und? Toll. Schmeckt gar nicht, schmeckt es auch nochmal? Hey, die Situation ist so surreal. Wir sitzen hier in einem ultra dichten Nebel, alles ist in dichten Nebel gehüllt, am offenen Pazifik in fucking Kanada. Sind überall und kochen uns Knorr und Maggi-Brühe mit braunem Sumpfwasser. Ohne Kochtopf. Mehr wollte ich. Das war alles, was ich von Seven vs. Wild wollte. Ich hab's gerockt. Ich bin so zufrieden. So hält man's auch. Ey, wahrscheinlich sind ja wieder, es sind super viele am Play. Man kann viele Sachen besser machen. Vielleicht konnten wir noch diese roten Beeren essen. Vielleicht sind das echt unreife Blaubeeren. Vielleicht gab's hier eine essbare Pilzform. Vielleicht hättet ihr den Frosch gegessen. Keine Ahnung. Da kennen wir uns nicht aus. Wir haben uns nicht auf den Sumpf vorbereitet. Aber wir sind super happy. Wir sind super happy, wie es bisher läuft für uns. So, wir eine riesen Portion Brühe. Team bauen. Und brühen. Und brühen, Team bauen und brühen. Das tun wir den ganzen bauen Tag. Und brühen, bauen und brühen, bauen und brühen, bauen und brühen. Schade, ich hab gedacht, du machst mit. Auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Das ist bisher der geilste Abend. Ich glaube, so gut wie jetzt ging es uns seit der Aussetzung... Seven vs. Wild! Seit der Aussetzung ging es bisher uns noch nicht so gut wie jetzt. Aber es wurmt mich unglaublich, dass wir... keine Fische kriegen. Selbst wenn da hinten 600 Meter in die Mangroven rein ein perfekter See zum Angeln wäre, das ist lebensmüde, da lang zu laufen. Was war das für ein Flip? Vorwärtsseite mit einer halben Schraube. Also vorwärts, genau. Barani nennen wir das. Im Fachjargon. Nicht schlecht. Oh. Trotz der, sag ich mal, ich meine, der kämpft, weil kein Essen haben wir, ist er in der Lage, halt trotzdem diese Überschläge zu machen. Oder? Ja, bin mal gespannt, wie lange das noch geht mit den Saltos. Aber gut. Ich bin froh, dass das heute gut gegangen ist. Gute Nacht. Noch ein Tag geschafft. Ja. Tag 5 haben wir rum. Wir gehen jetzt pennen. Hier in unserer Strand-Luxusvilla. Mal gucken, wie morgen Tag 6 wird. Ich hoffe, ein bisschen besser für mich. Aber ja, jetzt gute Nacht.
Wunderschönen. Wie hast du geschlafen? Guten Morgen. Gut. Du? Ja, gut, gut, gut. Freuen uns sehr, weil ich bin heute Nacht pinkeln gegangen. Ich gehe raus, du hast gar nichts gemerkt, gell? Nee. Ich gehe raus, da vorne, wie immer, und es regnet. Regnet mich richtig an. Und ich denke, wie es regnet. Bin hier raus, hat geregnet. Unser Shelter ist dicht. Dicht. Krass. Krass. Es hat geregnet und nichts ist nass geworden. Man sieht es noch woanders, da ist alles noch nass. Auf der Kiste ist alles nass. Wir sind einfach trocken. Wir sind einfach trocken. Wow. Was ist passiert? Oh nein, Sascha. Fischen. Richtig im Modus, seh den Schwarm. Dachte, ich muss uns das Essen rausholen. Stürzt sie richtig rein. Bespinnt? Oh, fuck. Oh mein Gott. Alles nass. Sascha. Bist komplett bis hierher durchnass. Und genau heute ist es so kalt, Alter. Fuck. Oh, shit. Gut. Knossl kümmert sich jetzt ums Feuerholz. Ja. Ich spalt alles. Bald alles. Sachen werden dann aufgehangen. Dann schauen wir mal, wie gut das trocknet. Menschenskind, Sascha. Aber stell mal vor, du wärst wirklich mit dem Kopf auf so eine Klippe gefallen. Ja, Wahnsinn. Wir gehen nicht mehr alleine. Wir gehen nicht mehr alleine. Ja, wir trocknen das jetzt da. Für die Schuhe brauchen wir noch eine bessere Lösung. Die müssen wir noch auf den Stock aufspießen und verkehrt umdrehen, damit das Wasser auch abfließen kann. Aber die Hosen werden relativ schnell trocken. Die Socken so mittel und die Schuhe ganz schwierig. Das wird ganz schwierig. Sam vs. Wild, Staffel 3 ist eine lange, lange Reise. Bleiben wir einfach. Machen das erstmal hier alles wieder trocken. Du kannst nirgends hingehen sonst. Es ist Körperwärme, muss jetzt regeln. Wir ziehen durch, wir halten durch. No fucking excuses, wir ziehen wirklich durch. Wir ziehen durch. Krank werden darf nicht passieren. Wir sind jetzt ein paar Stunden out of the order. Wir müssen jetzt hier drin bleiben und richtig uns erwärmen. Ja. Mit Kuscheln, mit alles. Komm her. So, heute ist mal deutlich kälter. Zuerst mal habe ich Jacke an, T-Shirt, Schlauchschal und Mütze. Wir hoffen, dass es nicht regnet. Wir nehmen nicht unsere Regenjacken mit. Wir gehen jetzt wieder da lang, wo wir gestern nicht weiterkamen, weil es da so steil runterging. Aber es ist gerade Ebbe, das heißt, wir können unten an den Steinen langlaufen und wollen mal da ganz hinten um die Ecke gucken. Und ich meine auch bei der Aussetzung war ganz weiter hinten um die Ecke so ein Riff, wo so 20, 30 Seelöwen gechillt haben. Wir trinken ja hier dieses Drecksflusswasser. Und es ist so kalt draußen, wenn ich da drin meine Hand halte, dann wärmt meine Hand sich auf, okay? Ja, das stimmt. Haben wir das schon gesagt mal? Meine Hand wärmt sich in dem Wasser auf. Das ist ein Fluss! Das ist ein Fluss! Der soll nicht wärmer sein als draußen, wenn es kalt ist! Der ist richtig warm. Das ist so ekelhaft! Der ist richtig warm. Fuck, Max! Also wirklich, wir hatten keinen Tag... Kein Tag war wärmer, selbst als es wir hier 15 Grad oder so hatten, war es hier wärmer als dieser Fluss. So, das ist der Mikroporte-Strang. Mikroporte-Streifen. Der letzte. Also von dem Streifen, wir haben glaube ich nur noch einen Streifen oder so. Ja, nur noch wenig. Plopp. Einmal rein. So, lassen wir das hier stehen. Wir haben am ersten Tag 2 in eine volle Flasche gemacht. Jetzt machen wir 1 Liter, eine Tablette, wie vorgeschrieben. Ist der Streifen echt leer? Ist leer. Scheiße, der geht dann doch schneller leer als gedacht. Ey, das war nur Bonus, das wir mitgenommen hatten. Das haben wir nur mitgenommen, weil wir noch Platz in der Flasche hatten. Wir waren uns so sicher, dass wir jeden Tag abkochen mit dem Kochtopf. Und den haben wir nicht. Scheiße. Ja, so eine leere Packung Mikroporforte bricht mich. So, heute laufen wir weiter denn hier in diese Richtung. Und wir laufen unten lang. Gestern waren wir da oben. Da ging es dann nicht mehr runter. Jetzt haben wir Ebbe, jetzt können wir glaube ich hier unten lang gehen. Wo ist cooler? Hier durch? Alter, wie viele Krebse. Nee, hier geht's nicht durch. Hier ist ein Ebbebecken. Oh Mist, aber hier auch. Da
und hier nicht weiterkommt. Das akzeptiere ich nicht. Alter, wie cool. Das ist, da oben standen wir drauf, sofort unsicher. Krass, wir sind so weit wie noch nie. Yep. In diese Richtung. Oh, wir waren schnell hier. Jetzt kommt erstmal chillig Strand. Ey, wir machen so Strecke jeden Tag. Wir sind so am Laufen und Erkunden und nach Bären suchen. Aber vielleicht kommt da hinten auch irgendwo ein krasser Fluss nochmal oder so. Die Hoffnung, wir geben nicht auf. Alter, habe ich Strecke gemacht. Und sind Sumatra. Da ist unsere Bucht. Da waren wir gestern, als wir so weit gegangen sind, noch nie in die Richtung. Und da kommt eine neue Bucht. Riesig auch nochmal. Das ist hier nur ein kleines Stück Steilküste. Das ist nur ein kleines Stück. Zurück und die Ufer abchecken nach weiteren Bären. Zeig mal die Ausbeute an vor diesem ultimativen Riesenmarsch. Ah, die sind alle noch rot und nicht reif. Lecker, weiter geht's. So, zurück in unserer Bucht. Am Ende war die Ausbeute nochmal gut, aber quasi halt nur von unserem sowieso Bärenlager, was hier um die Ecke hängt. Aber wir wissen, dass es in die Richtung deutlich weiter geht, wenn keine Flut kommt. Und in diese Richtung geht's krass weiter. Das ist gut. Ich gebe nicht auf, dass wir irgendwann einen See finden, der kein Sumpfsee ist hier auf dieser Insel. Oder ein anderes Team. Oder ein Fluss, der Fischbestand hat. Ich bleibe optimistisch. So. Wir liegen beide wieder in unserem Shelter. Der Marsch war schon gut anstrengend. Aber wenn man danach wieder eine Stunde pennt, dann geht's eigentlich wieder. Das ist unsere Taktik, das ist unsere Tagesroutine. So, wir holen jetzt Grünzeug, um die Löcher in unserem Haus zu stopfen, weil es ist richtig kalt geworden und wir merken, dass der Wind so richtig durchpfeift. Und deswegen holen wir diese Art von Pflanzen als Material, um oben im Dach alles zu dichten, dass der Wind nicht durchpfeift. Wir haben hier, wie man sieht, ein Loch, wo der Wind durchpfeift. Und das müssen wir zuballern. So, dass da quasi kein Wind mehr durchgeht, weil dieser Zug, und hier haben wir noch ein Loch, da vorne. Und hier haben wir auch noch ein Loch. Und die müssen zu werden, dass wir dadurch, und wenn das nur 5% weniger Wind ist, was bei uns durchgeht, das ist 5% mehr Lebensqualität, die wir schaffen. Und quasi, weil wir haben die Nacht beide gefroren. Es hat auch geregnet, genieselt. Es hat, die Schlafsäcke waren zur Hälfte nass, weil der Wind vom Meer, wie man sieht, der knallt hier durch, weil ja, wir kriegen momentan West-Nord-Wind und das ist kalter Wind. Boah, ist schon wirklich gut gestorben. Ja, jetzt. Ja, das ist schon ein Unterschied. Mehr Material holen, ne? Ja, wir brauchen mehr Material. Wir brauchen mehr Material. Jetzt redet der Jan auch wie ich. Nicht über Blumen, sondern über Ressourcen, Material. Das ist unser Badezimmer, scheinbar. Lerne ich jetzt auch erst nach 6 Tagen zum ersten Mal kennen. 6 Tage weder Zähne geputzt, noch Hände, noch Gesicht gewaschen. Du schon, oder? Ich habe hier seit 6 Tagen einen eigenen Waschsalon. Ja. Na gut. Dann werde ich mir das jetzt wohl auch mal antun, das Waschen. Joey meinte, die Pflanzen könnten eventuell auch giftig gewesen sein. Deswegen jetzt mal waschen einfach.
So, es ist Zeit, euch unseren ersten unfassbaren Joker vorzustellen. Und zwar haben wir uns was eingepackt, was Kleines. Achtung, Elotrans. Dicker, um schön die Elektrolyte aufzuladen. Vielleicht geht es uns dann ein bisschen besser. Ja, und es hat auch noch einen kleinen Side-Fact. Gerade Dominik hat gerade übelst Probleme damit, dieses Flusswasser zu trinken. Ja. Es ist auch wirklich heftig eklig, muss man sagen. Ja. Also so, keine Ahnung, am Anfang denkt man sich so, ja, es geht fit, aber je mehr man davon trinkt und auch so, man hat ja auch diesen räudigen, man hat nichts gegessen Geschmack im Mund. Und je mehr man dann von diesem Flusswasser trinkt, desto ekliger wird es halt. Und das hier schmeckt so ein bisschen nach, Dominik sagt immer nach Erdbeere, aber ich glaube, es ist so Zitrone oder sowas. Ja, oder das Kinderding ist Erdbeere, ich weiß nicht. Irgendeinen Geschmack hat es auf jeden Fall. Elotrans Session Number One. Los geht's. Wir haben, by the way, davon so 4 Stück dabei und wir planen gerade, dass wir es so an Tag 6, Tag 8, 10 und 12 nehmen. Tag 12, also wir haben im Kopf auch so Tag 12 ist so unser mentales Ziel, weil wir denken so, ja, 13, 14 kriegen wir dann auch noch irgendwie hin, wenn wir erstmal zu Tag 12 gekommen sind. Und deswegen ist das die Aufteilung und ich glaube, das ist ganz gut. Rein damit. Boah, das ist gute Zeug. Oh, das riecht richtig gut, Digga. Das riecht wie so. Zeig mal, gib mal. Das riecht wie so Krümeltee. Ich weiß nicht, ob du wirklich kurz vom Weinen bist. Ich kann es nicht helfen gerade. Wenn du jetzt wirklich weinst, wäre wild. Das ist so krass, Digga. Oh, Bro. Naja, alles gut, Bruder. Alles gut, wir kriegen das hin. Digga, das ist so dehydriert. Ich heul, weil ich Zitrone rieche. Einfach, what the fuck. Alles gut, Bruder. Du kannst gleich Zitrone. Schüttel, komm. Boah, guck dir das hier an, wow. Ey, Bruder, wir kriegen das hin. Hier, du darfst den ersten Schluck nehmen, Bro. Pass auf, ist schon ein bisschen offen. Oh, bitte sei lecker, bitte. Oh, schmeck ich geil. Ja? Wirklich ein Krümeltee, den man ein bisschen zu doll verdünnt hat. Ja, ist okay. Ja, Leute, das war's. Ja? Emotional. Das ist so krass, auf was man hier runterfährt. An Tag 3 habe ich geweint, weil wir keine Möglichkeit haben, einen Fisch zu fangen. Also das ist wirklich impossible hier. Und Tag 6 Dominik weint, weil er Elotrans riecht. Was ein Opfer-Shit. So, ein Pflaster draufklatschen. Überall ein bisschen verarzten. Ich merke gerade, die Messer könnte man auch schon langsam mal schleifen. Wir haben ja auch einen Schleifstein mit. Ja, aber jetzt mal die Pflaster noch auf. Es sind 3 etwas tiefere Schnitte hier. Ach, ja. Ja, alles wieder, die Kurve wieder gekratzt, Verletzung versorgt, Schuhe wieder an und es ist eigentlich halbwegs trocken. Jetzt nicht verkühlen, das heißt unbedingt noch trotzdem ins Paradies, um die Schuhe nochmal schön in die Sonne zu stellen, weil ganz trocken natürlich nicht, aber deswegen Träumchen. In diesem Sinne, jetzt ein bisschen gemütlich machen, dann auf ins Paradies, um zu schauen, ob wir wieder einen Fisch gefangen haben. In diesem Sinne, bis gleich. Wir sind jetzt im Paradies angekommen und ihr erlebt jetzt live mit uns. Ist ein Fisch drin, ja oder nein? Was sagst du? Ja, ich bin sehr nervös. Ich auch. Was testen wir zuerst? Netz oder unseren ausgelegten Köder? Ich glaube, zuerst das Netz, ja. Passt. Okay, jetzt Fisch, bitte. Und nicht verhaken. Es darf nicht noch ein Netz kaputt werden jetzt. Puh. Zieh das Ding raus. Jo. Oh, fuck. Ja. Nix.
angefühlt, weißt du? Ja. Das geht so. Hanna und ich sind jetzt gerade wieder im Wald unterwegs. Hinter uns sieht man einen Ziederbaum und wir sind schon fleißig dabei, die Rinde abzuziehen. Und ich weiß, dass der eine oder andere sich jetzt denkt, boah, wieso machen die das? Das schädigt doch den Baum. Ich war auch gerade so, also ich habe gesehen, wie das aussieht und war kurz geschockt und meinte so zu dir, Alter, wir verletzen gerade voll den Baum, ich kann das nicht machen. Und dann wurde mir aber ein bisschen was erklärt über den Ziederbaum, der ja auch Lebensbaum heißt. Genau, also ich habe in Kanada hier mit Indigenen zusammengelebt und die ziehen die Rinde ab und machen damit wirklich jegliches. Die flechten sich die Kleidung daraus, die machen sich Stühle daraus und der Baum heißt nicht ohne Grund Lebensbaum. Da heißt Lebensbaum auch aus dem Grund, weil der weiterlebt. So wurde mir das Ganze beigebracht. Ich hoffe sehr, dass ich nicht falsche Informationen weitergebe, aber aber wenn du sagst, die Indigenen haben dir dann auch Bäume gezeigt, wo sie meinten, guck, ja, da haben vor vielen hundert Jahren irgendwie so die Ureinwohner, nein, das ist jetzt übertrieben, aber... Das war super spannend. Also als ich mit den Indigenen war, sind die mit mir durch den Wald gegangen und die haben gesagt, ah, guck mal, hier waren schon mal Leute, weil die an den Ziederbäumen lesen können, ob dort schon mal Menschen gelebt haben. Ja. Genau. Und dementsprechend ziehen wir hier jetzt ein bisschen Rinde ab und schauen mal, ob wir uns daraus was Schönes flechten können. Denn langsam, wenn die Energie runtergeht, ist es einfach super, super geil, wenn man sich die Zeit vertreiben kann mit ein bisschen was Flechten, Basteln. Ja. Und ich glaube, jetzt ist die Energie noch da. Genau. Aber später... Und ich habe mich jetzt auch nochmal daran erinnert, als ich mich über den Ziederbaum erkundigt habe, habe ich dann eben auch gelesen, das ist mir jetzt wieder eingefallen, dass die sehr gut ohne Rinde weiterleben können und dass man eben die Rinde von den Bäumen verwenden kann. Genau. Es sieht halt echt heftig aus, finde ich. Und hier nochmal, seht ihr das, diese Flüssigkeit hier? Die ist richtig, richtig gut gegen Mücken. Und die Einheimischen schmieren sich das einfach so ins Gesicht und bleiben dann mückenfrei. Also die benutzen nicht Mückenspray oder sonst was, sondern die schneiden die Rinde ab, um wirklich an diese Flüssigkeit ranzukommen. Da habe ich damals echt was gelernt und dass ich auch, ich weiß, das finden jetzt irgendwelche Leute wieder voll komisch, aber ich finde es voll spannend, wenn man mit den Völkern ist, weißt du, die machen die Rinde ab und dann fahren die einmal mit der Hand rüber und bedanken sich und irgendwie finde ich das voll schön. Ja. So, man kann jetzt hier richtig gut sehen, wie Hanna weiter unten den Schnitt setzt und dann keilt man das am Ende raus und kann das dann nach oben wegziehen. Aber da sehen wir uns gleich wieder, wenn es soweit ist, denn der Prozess dauert auch ein bisschen, ist sehr kraftaufreibend. Deswegen an Tag 6 und nicht an Tag 12. So, und jetzt greift man hier die Rinde und zieht die. Oh, die Indigenen wären echt nicht stolz auf mich. Weißt du, die werden das ganze Ding einfach so runterreißen. Und weißt du, ich freue mich gerade richtig über so ein kleines Ding. Aber ich weiß auch, was man damit schon machen. Aber ist das jetzt hier Red Cedar? Weil man hier guckt, seht ihr, wie rot das ist? Ja. Sehr spannend. Das riecht, dann weiß man auch, warum es so heißt. Es riecht so gut. Ich kann euch ja mal das Stück zeigen, wo ich schon rausgesäbelt habe. Wenn du es findest. Wenn ich es finde, ey, wir haben so viel Material. Hier, das alles, was ich jetzt hier liegen habe. Krass, wie sieht das, hab ich das jetzt auch verfärbt. Ja, habe ich nur hier rausgeholt. Das bedeutet, man schnallt jetzt erst, was man an Material eigentlich zur Verfügung hat. Mhm. Wenn sich das nicht richtig gut flechten lässt, dann legt man das ins Wasser ein und dann lässt sich das richtig biegen. Man kann damit Knoten machen etc. Und ich meine, ich kann es natürlich jetzt nochmal zeigen. Man geht hier drunter, man hat mehrere Schichten. Und das zieht man jetzt einfach so ab. Und das sind ganz viele kleine Dinge, die sich da abziehen lassen, mit denen du dann am Ende flechtest. Und es sieht jetzt super, super lächerlich aus. Aber ihr werdet am Ende hoffentlich ein geiles Endergebnis bekommen. So, hier geht's weiter. Dieser ganze Stück, den baue ich jetzt ab. Und dann haben wir viel bessere Fläche in die Hölle, dass wir halt uns schützen können vor Wind und Wetter.
Ich war mir ganz sicher, dass ich hier noch Nüsschen hatte. Wo sind die? Ah, na, da haben wir es ja. Mandelkerne, Pekanusskerne, Walnusskerne und Cranberries. Hätten die Teilnehmer und ich auf jeden Fall auch gut gebrauchen können. Jetzt könnt zumindest ihr die Nüsschen genießen. Sag Koro aber auf jeden Fall auch Bescheid, ne? Die sollen mir auch eine Packung schicken. Die großen. Ergebnis ist top. Das einzige Scheiße ist, die Überraschung ist, das sind zwei riesen Steine. Ich weiß nicht, wie tief die sind. Einfach weiter und hoffen, dass ich die halt rausrollen kann, weil ich will diese Fläche hier haben. Ich brauche diese Fläche, weil das Meer wird immer härter. Die Wellen werden immer stärker und der Wind wird immer stärker. Die Wellen werden immer größer, meine ich. Und deswegen, die Fläche hier vorne, die ist notwendig. Der Tag lief eigentlich ja ganz gut, bis dieser Ast ins Spiel kam. Ich habe locker eine Dreiviertelstunde an dem Ding gesägt und mit dem Messer da drauf gekloppt und dieses Scheißteil ist nicht abgegangen. Es hat mich so frustriert. Alter, ich habe so kranke Stimmungsschwankungen, das ist wirklich geisteskrank. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich mache irgendwas, also ich bin mir gerade bewusst geworden, ich mache irgendwas, irgendeine Aktivität, sägen, Wasser holen oder sonst was, damit einfach die einzelnen abgefuckten Sekunden hier verstreichen, ne? Also alles, um irgendwie die Zeit zu killen, dass es endlich vorbei ist. So, hier bauen wir eine zweite Wand, dass wir mehr windgeschützt sind. Und unten, so auf die ersten 40 cm, machen wir Natursteinmauern, dass wir unterhalb quasi zu haben. Ne? Und dann haben wir nur hier in der Mitte, da kommen halt quasi die Dachsiegel, also grünes Material natürlich, biologische Dachsiegel vielleicht kann man nennen. Hier kommt das Material her, das ist ganz gut geworden. Hier, genau diesen Bereich, das ist schon harte Arbeit natürlich, aber hiermit schaffen wir Riesenfläche. So, wir hatten einen kleinen Powernap. Wir haben gemerkt, dass es immer, wenn es reinwindet, windet es leider doch dann von vorne in unserem Shelter. Unser Shelter ist toll und bietet viel Platz, aber erst vorne, wir müssen halt reinkommen, wir bauen jetzt eine Tür. Wir haben uns entschieden, wir bauen jetzt eine Tür für den Shelter. Dafür werden wir diesen Baumstamm hier nehmen, auf die Länge von der Tür schneiden, zack, zack, und dann aufstapeln und dann festnageln mit den Nägeln. Ich würde sagen, Max ist sauer, dass es nicht funktionieren könnte, kann ich verstehen. Ich würde sagen, Erfolgswahrscheinlichkeit liegt bei 70%, dass es klappt. So, wenn wir jetzt seit gut 2 Tagen von diesen Prachtstücken keine mehr geholt. Wird Zeit, brauchen wir für die Tür. Wir gehen da hinten in unser altbekanntes Sumpftor rein. Wird natürlich super anstrengend. Wir hoffen, dass die Säge keine Probleme macht. Die sieht mittlerweile nicht mehr so gut aus. Aber wird schon funktionieren. So, nachdem wir da hinten eine halbe Stunde gesessen haben wir jetzt die Dinger hierher getragen. Jetzt lagen wir eine halbe Stunde in der Sonne im Sand. Gehen hier nur 10 Meter hoch und sind wieder alle. Uns geht's gut, sehr gut. Aber man ist so schwach und lasch. Das nervt. Wir wollen so viel machen. Wir wollen die Tür machen, den Speerspitzen, Umatras Schachbrett und viele, viele weitere Sachen. Aber die Energie fehlt.
für den Content, das nervt. Also wenn es jetzt wirklich Notsituation wäre, 14 Tage in den Shelter liegen, fertig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Krampf ist. Ach, du Scheiße. Die Stöcke aus dem Wald zu holen, entasten und dann jeden mehrfach zu sägen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, ne? Ja. Aber jetzt wollen wir nicht sparen. Mit jedem Stock, den wir noch zunehmen, wird die Tür am Ende geiler. So Leute, die erste Sprosse von der Tür steht. Wackelt hin und her, aber ist stabil. Wackelt mal ein bisschen? Ja, wackelt hin und her, aber... Die werden jetzt nur drüber gepackt, die anderen. Genau. Die darf nur nicht abfallen, das untere. So, da wollen wir das Ganze mal aufstellen und gucken, ob das hält. Muss ja nur ganz locker halten. Zack. Wow. Toll, eine Tür. Deutlich mehr. Das ist eine Tür. Wir machen links noch die Wand fertig. Rechts auch. Und hier machen wir sowieso was hin. Dass von da auch nicht so viel Regen reinkommt. Cool. Wir werden heute wieder Maggi kochen. Aber gleich setzen wir uns erstmal nochmal da hinten in die letzten Sonnenschein nochmal sitzen, nicht liegen. Und dann fangen wir hier an. Da kommt wieder volles Programm. Ah, Rumatra sagt gerade den anderen Teams, oder Kevin und Reetzmann, muss ja unglaublich langweilig sein. Die muss doch langweilig sein, oder? Ich glaube, so Martin und Fritz haben so viel zu tun, die Naturensöhne. Die schaffen alles gar nicht, was sie vorhaben in den 14 Tagen. Aber ja, so Sascha und Knossi und Papa Platte und Reetzmann. Weil wir haben jetzt noch einen Wasserfilter gebaut, die Tür. Aber dann kommen wir auch bald an unsere Enden. Morgen ist Tag 7. Ja. Also so Seven vs. Wild, 7 Tage. Ich bin mir relativ sicher, auch wenn das mit einem Romatra natürlich ein übelster Boost war, ich bin mir relativ sicher, dass ich das auch 7 Tage hier hingekriegt hätte. Ich wäre halt nicht einmal in die Mangroven reingegangen, ne? Ich bin so unglaublich, ich war noch nie so neugierig und gespannt, wie es den anderen beiden Anfängerteams geht. So Leute, ihr seht, die Sonne scheint uns richtig herrlich entgegen. Es ist eine schöne, gemütliche Stimmung. Da haben wir gesagt, stopp die Gemütlichkeit, jetzt wird gearbeitet. Wir haben noch 2 Programmpunkte heute auf dem Zettel. Das erste ist weitere Verbesserung am Shelter. Da wollen wir nämlich immer in diesen Zwischentaschen, hier sieht man es. Und hier ist zum Beispiel auch eine große Tasche. Da wollen wir nochmal genauso Stöcke wie diese quasi, ja, so einziehen. So durchziehen, genau. Zack, 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 dass das nicht so doll durchhängt. Weil dann können wir weiter nach hinten rutschen und sind nicht so doll im Regen. Und dann ist auch stabiler das Ganze und schützt uns ein bisschen mehr. Ja, und ich glaube, es ist auch geil, wenn wir die nächsten Tage noch weiter am Shelter arbeiten und noch mehr Moos drauf machen. Dann, ne, das wird dann ja noch schwerer, dann kracht es noch mehr durch. Und gerade ist noch gutes Wetter und ich glaube, morgen wird es wahrscheinlich auch noch gut sein. Aber wir wollen uns vorbereiten fürs Schlimmste. Richtig, richtig. Wenn es mal 3 Tage durchregnet, muss der Shelter stehen. Das heißt, wir brauchen jetzt 3 oder 4 von so mega langen Stöcken. So, dann gehen wir jetzt mal auf ein dickes Baumscouting, oder? Dann machen wir uns mal auf die Jagd, Freunde. Ja, klar, na klar. Also schau mal. Du musst hier. Wir haben auch noch einen hier, sehe ich gerade. Oh, der ist gar nicht so schlecht. Der vordere Teil. Ich weiß nicht, ob der noch, den hatten wir auch noch vom irgendwie schon ersten Mal, der ist ein bisschen kurz, wa? Ja, da würde aber gehen. Hier können wir mal schauen. Würde aber gehen. Fangen wir erstmal an mit einem neuen. Ich würde sagen, der hier, ich glaube, den hast du auch schon gerade gesehen. Sag mal, wo kommen wir langsam ins Scheißgebiet? Da muss mich einmal noch warnen hier. Ah, Scheißgebiet ist super deep drin. Weil vielleicht muss ich demnächst auch mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich langsam was verspüre an der Hinterpforte. Würdest du sagen, du hast auch langsam Alarmstufe braun? Das könnte sein, ich versuche so mit aller Kraft da reinzusaugen. Ja. Okay, dann machen wir uns mal ran hier an den Kollegen. Diese ganzen Äste müssen unbedingt ab, Alter. Damit die dann nicht am Ende in der Folie sind. Okay, schauen wir mal. So. Ja, easy. Easy. Okay, dann können wir das hier sogar auch absäbeln dann noch. Ah, das machen wir dann am Ende hier so. Gut, dann ist Nummer 1 getan.
Und dann gehen wir rüber zu Nummer 2. So, Kevin schiebt mir jetzt die Dingers hier durch und ich versuche die dann hier durchzufädeln, hier oben drüber. Genau. Boah, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht die Folie reißen. Ne? Ja, und dann auf der anderen Seite wieder raus. Jo. Boah. Bose. Okay, Bro, wir müssen die auch noch mal festschnüren, ne? Ja, lass sie so versuchen, in der Mitte zu machen, dass sie quasi genau auf diesem Hubbel sind, wo dann sich der Hubbel bildet. Okay, wollen wir die erstmal alle hinlegen und dann festschnüren? Nee, lass direkt festschnüren, glaube ich. Okay. Ey, wirklich, ich habe so viele gute Knoten gelernt, auch im Flugzeug noch mal die ganze Zeit da gesessen, wiederholt. Bruder, jetzt stehe ich hier und mache einen Doppelknoten. Aber der Doppelknoten ist schon nicht ohne Grund auch so beliebt. Der funktioniert halt, wa? Der macht, was er soll. Okay, meine Seite sitzt, Chef. Meine auch gleich. So, Freunde, wir haben jetzt den dritten drinne. Dominik macht den da drüben gerade noch fest. Jetzt muss das Moos, was wir hier vorübergehend erstmal nach unten gepackt haben, nach da oben. Und dann machen wir hier unten auf dieser Höhe hier, hier so, machen wir auch noch einen durch. Ist eigentlich ein bisschen unnötig, aber auf Safeness. Und dann haben wir's. Dann sind wir erstmal fertig für heute hier beim Thema Shelter. Gut, Freunde, halbe Stunde später. Das Ding ist jetzt geupgradet. Man sieht wieder, wie immer, nicht so ein krasses Upgrade, aber das sollte jetzt schon sehr, 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 sehr viel stabiler sein. Ich glaube, gerade von innen. Boah. Digga, das kommt krass. Sehr, sehr geil. Und da werden wir jetzt die nächsten Tage, haben wir noch zwei Pläne. Einmal, wir werden hier die Seiten noch upgraden, dass das noch zugeht. Genau. Und wir werden auf jeden Fall noch mehr Moos drauf machen. Aber das ist eher ein Projekt für am Ende. Weil ich glaube, so wichtig ist das tatsächlich gar nicht. Und ganz vielleicht bocken wir das hinten auch noch ein bisschen hoch, um noch mehr Raum innen zu bekommen. True, das haben wir auch überlegt, ob man hier noch so zwei Tripods macht und es dann so hoch macht. Aber da, dazu die nächsten Tage mehr. Alright, geilo. So, Leute, also ganzen Tag hier weiter probiert, Fische zu fangen. Nix. Das Problem ist halt wirklich, hier sind auch nicht so viele drin, hat man das Gefühl. Das Angelnetz hat sich einmal verheddert, jetzt habe ich es wieder reingeballert, jetzt bleibt es da. Wir haben den Wolf getroffen. Aber weißt du, wovon ich noch träume? Wir haben den Seekopfadler gesehen, gell? Ja. Aber weißt du, wovon ich noch träume? Ich will einen Bär! Ich will einen Bär! Ich will's! Sag ehrlich, du hast jetzt auch Bock. Sascha, ihr wisst, Sascha immer Angst vor Bären, Bären, Bären vom Wolf. Wolf, die Angst hast komplett abgelegt, ne? Ja. Weil wir haben ihn gesehen, Auge um Auge. Ja. Wir haben ihn in die Augen geschaut. Das war ein unfassbares Erlebnis, wirklich. Er ist wirklich unfassbar. Wahnsinn. Und er ist nicht mehr gekommen. Der steht da. Ich will den Bären. Sascha. Ja. Es ist schwer. Okay. Er kann kommen. 2 Stunden vor Abfahrt. Okay. Wenn der Bär kommt, ich sag euch, was passiert. Angenommen, da vorne steht der Bär. Dann seht ihr, da vorne steht der Bär. Dann siehst du mich so. Bam! Sascha mit Bärensprechen in der Hand. Bist deppert! Bist deppert! Hey Bär, ho Bär, bist deppert! Das machen wir. Stellen wir uns jetzt zusammen. Hey Bär, ho Bär, 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 hey Bär. Immer näher kommt, immer lauter. Hey Bär, ho Bär, hey Bär, ho Bär, hey Bär. Ho Bär, hey Bär, ho Bär, hey Bär, ho Bär, hey Bär. Das ist hier nicht einfach Seven vs. Wild für uns. Survival und irgendwas. Das ist irgendwie, ist das diesmal die Reise zu uns selbst. Über was wir alles sprechen, über das ganze Leben, wo man hin will noch, was man alles schon so gemacht hat, was eigentlich der Sinn ist. Ich glaube, für uns beide beginnt danach irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Kann echt sein. Kann echt sein, wirklich nach der Nummer. Kann echt sein. Wichtig ist die Message für euch zu Hause. Es geht nicht um Geld, es geht um tolle Momente mit tollen Menschen. Das ist es. Und gutem Essen. Und gutes Essen. Hör mal auf dieses Meerschau. Oh, ey, es hat keinen Wert hier. Es ist heute so störrisch, es sind auch keine Möwen da, keine Fangzeit. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Tag oder in die Nacht, wann auch immer ihr diese Folge seht. Fühlt euch von uns gegrüßt und geküsst und umarmt.
Klappe zu. Haben gerade aus Versehen eine Reuse gebaut. Ups, hoppala. Hoppala. Wir werden das Ganze mal ausprobieren. Ob das klappt, ist die andere Frage, aber irgendwie sieht es geil aus. Just for fun. Just for fun, muss man auch mal machen. So, wir sind wieder am Waldzugang und kloppen jetzt die eine oder anderen, wie sagt man, Äste ab. Und Hanna wieder ganz stark. Ich räume ganz brav hier einfach die Äste hin, um mich nicht zu verletzen. Denn alles, was ich bisher in die Hand genommen hat, hat mir wehgetan. Aber ey, du hast gerade auch aus Versehen das Messer wegliegen lassen. Ja. Aber in die andere Richtung, passiert jedem mal. Ich bin gespannt, wie es den anderen geht, ob die sich schon verletzt haben. Puh, das passiert so schnell. So, Hanna sitzt da hinten in dem selbstgebuddelten Loch und filtert nochmal ihr abendliches Trinkwasser. Und wisst ihr, ich liege hier gerade im Bett. La 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 la. Und guck nach oben und zur Seite und guck mal, wie geil das hier aussieht. Echt. Tanne und Hanna gleichzeitig sagen. Hanna hat eben hier die Tanne nochmal gegengestellt. Richtig geil. Schön. Ah. Schön den stinkenden Geruch von meinen Motorradschuhen heute an meinem Gesicht. Da fühle ich mich wohl. Vom heutigen Tag gibt es meinerseits eine gute und eine schlechte Nachricht und eine sehr gute Nachricht. Ich habe nämlich ein Freundschaftsarmband bekommen. Und die schlechte Nachricht meinerseits ist, dass ich voll am Zittern bin. Also mir ist einfach irgendwie viel, viel kälter als an den anderen Tagen. Ja, heute ist aber auch kälter. Ja. Also wenn man so um die Ecke geht, wo unsere Bucht ist, Alter, da geht's ab. So hohe Wellen heute. Ja. Also es ist echt krass und die brechen da immer an den Kanten. Also wir sind hier echt in unserem kleinen Safe Space, wo nichts passiert. Es ist echt voll krass, wenn man da um die Ecke geht. Echt schön. Und auch heute, nachdem wir hier so gebaut haben, ohne Witz, die Deko, ich weiß nicht, die macht's irgendwie. Für mich, ich fühle mich hier jetzt doppelt wohl mit den Tannen links und rechts. Jetzt ist richtig so ein Wohlfühlort und jetzt kann man hier gut noch 8 Tage weiter chillen. Und die gute Nachricht von mir ist, dass ich finde, dass Tag 6 sich unfassbar schnell angefühlt hat. Also, doch, jetzt ohne Witz. Also heute... Gar nicht. Krass. Nee. Echt nicht? Nee, also bis so zum Mittag oder so schon, dann hat die so ein Tief und jetzt aber, ja. Keine Ahnung, irgendwie durch dieses ganze Flechten und... Mir hat die Sonne heute so zum richtig Aufwärmen gefehlt, glaube ich. Das kann gut sein, ja. Und ich war einfach hyped, weil ich da meine 2 Schnüre geschnürt habe. Und ich so, oh, das genau. Macht so Spaß. Es hat so lange gedauert, dass auf einmal die Zeit weg war. Und jetzt ist es einfach schon Abend. Aber ja. So. Ja. Ja. Wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. So, Tag 6, letzter Flip der Woche. Deswegen gibt es von mir einen Good Night Flip. Alles gut? Ach, stopp. Ich sag ja Good Night. War das jetzt bewusst oder war das? War bewusst. Wirklich? Ja, ja, war der gute Nachtflip. Ich wollte immer kurz schlafen legen. Ja, also ich dachte, er ist gefallen, aber Gott sei Dank nicht. Alles gut. Ja, der Good Night Flip beschließt die erste Woche hier auf der Insel mit Joey. Und ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, als ich diesen Baum gesägt habe, wie frustriert ich war. Danach habe ich mich lange Zeit hingelegt und tief nachgedacht. Und man merkt es nicht, weil immer wenn ich in der Kamera rede oder nach einem Flip, geht es mir sehr gut. Da habe ich einfach Bock. Das liebe ich. Ich liebe die Stimmung. Ich liebe das Flippen, also Parcours. Und ich liebe es einfach zu moderieren oder Stimmung halt zu machen, weißt du. Aber dieses Ganze hier rumharzen, Hunger haben
was bauen. Das ist halt auch überhaupt nicht meins. Das schlägt mir hier zwischen dem Film schon ganz schön doll auf den Magen mittlerweile und halt auch vorüber. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr hyped morgen, wenn wir hier morgen aufwachen und den siebten Tag haben. Das macht mich schon sehr, sehr happy, aber ein paar Gedanken, die ich heute hier zwischenzeitlich hatte, die machen mich alles andere als happy. Und die will ich eigentlich nicht haben. Nicht bei einem Spaßprojekt, also Unterhaltungsprojekt oder was auch immer. Also klar ist mehr dahinter, glasklar, aber ja, da muss ich jetzt mal eine Nacht drüber schlafen und dann gucken. In diesem Sinne sage ich gute Nacht oder was hier. Wieder von dem poetischen Platz mit Lehne und Tisch. Schöner Sonnenuntergang auch und alles. Ja. Bis morgen oder was? Erste Nacht mit Tür. Ja, wir machen jetzt die Türe zu. Das ist doch schwer. Geil. Ja, wir haben eine kleine, wir haben ein bisschen eine Tür, wir haben ein bisschen Zoom-Barrikadier. Die Wand hier ist noch nicht fertig, aber das ist schon geil. Ja, und oben auch noch nicht ganz. Ja, ja. Was haben die anderen denn? Keiner wird eine fucking Tür haben. Stimmt. Wieso können wir überhaupt eine Tür? Die haben das noch nie gemacht, noch nie. Eine Tür gebaut. Noch nie. Wir sind so Gamer, die haben sich so ein Video reingezogen auf dem Flug hierher. 20 Survival-Tipps. Und dann ist da irgendein Spanier, der da irgendwie Holz betoniert und so ein Scheiß. Und dann haben wir so ein Ding gesehen und fertig. Ja, es kommt wahrscheinlich ein Sturm. Der nähert sich einem Gewitter mit Blitzen. Wir stehen nur auf, wir stehen nur auf diesem Treibholzast. Das ist, darauf basiert unsere Konstruktion quasi von dem ganzen Haus. Aber der wiegt auch eine halbe Tonne. Der wiegt eine halbe Tonne, aber wenn hier ein Sturm kommt und eine dicke Welle, kann schon mal sein, dass die den wegspült. Und wenn dieser Stamm weg ist, uns alles. Dann reißt das Tarp um. Dann fallen wir ins Wasser, dann reißt das Tarp. Wir sind im Schlafsack, falle ich ins Wasser. Oh nein, dann muss ich ja schnell aufmachen. Dann kriegen wir einen Schock, Alter. Dann wird der Knopf gedrückt. Dann drücke ich auch mit Absicht. Aber wenn jetzt alle sechs Monate so eine Pazifik-Ultrawelle kommt, ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass das unter zwei Wochen kommt. Ja. Wir verabschieden uns. Gute Nacht, Leute. Schlaft gut. Bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu Tag 7. Wir hatten eine sehr gute Nacht. Der Blitze und Donner hat sich gelegt, bevor es Festland erreicht hat. Es hat trotzdem sehr stark geregnet. Wir sind aber unglaublich trocken geblieben. Das wird mittlerweile sogar richtig heiß in unserem Shelter. Die Luft steht hier drinne, gerade zu zweit. Mücken kommen auch nicht mehr rein. Matratze ist toll. Also es ist schon fast unfair, dass wir hier einfach ein Haus hingezimmert haben. Wetter ist heute ultra geil, wie es zumindest losgeht. Und wir werden heute, weil es uns so wurmt, im Sumpf zu sein, und egal in welche Richtung wir gehen, da ist kein Sumpf mehr, und wir einen Fisch suchen wollen, einen Süßwassersee oder Fluss, gehen wir so weit in die Richtung, wie wir noch nie gegangen sind. Das machen wir eigentlich jeden Tag. Jeden Tag gehen wir in eine Richtung, so weit, wie wir noch nie gegangen sind. Das Team hat gesagt, wir sollen aufpassen, wenn wir die Steine klettern und so. Risiko, macht das nicht, gerade wenn ihr nicht viel gegessen habt und die Konzentration schlecht ist. Aber der Spot fuckt so ab. Wir würden es ja auch machen, wenn wir hier mit einem Flugzeug oder mit einem Boot gestrandet sind. Und dann würde ich sagen, geht's los aufs Abenteuer. Und morgen habe ich Geburtstag. What the fuck? Ich glaube, ich würde es hinkriegen, mir 1000 Orte vorzustellen, wo es geiler ist, Geburtstag zu feiern, als hier zu zweit. Stimmt's? Ja. Ich könnte 1000 aufzählen. Machen wir später. Wir haben ja Zeit. Wenn wir wieder Mittagsschlaf machen und hier 2 Stunden rumliegen, zähle ich 1000 Orte auf. Leute, macht euch bereit für ein Abenteuer. Das machen wir nur für euch. Ist gelogen. Das machen wir auch für uns. Aber wenn man schon mal hier ist, will man auch da hinten die Natur sehen. Und wir suchen halt ganz doll Fische. Ganz doll Fische. Oder einen geileren Fluss. Ein Fluss, der nicht braun und heiß ist. Das wäre geil. Ja. Das wünsche ich mir. Einfach einen Fluss unter
unter 37 Grad Celsius. Das wäre geil. So toll. Ne? Vor allem das Beschissene ist, wir wissen halt nicht, warum der Fluss so heiß ist. Weil es ist hier ja überall kalt. Warum ist das Moor so warm? So, wir brechen auf. Auf die größte Wanderung, die es bei Seven vs. Wild in allen drei Staffeln bisher je gab. Das ist hier schon als Tagesmarsch angesetzt. Wenn wir alle sind, machen wir einen Powernap im Sand. Team Rentner hat sich erholt. Wo bin ich? Was mache ich? Und jetzt wird weiter am Shelter gebaut. Wir haben folgendes Problem. Es regnet komischerweise immer nur nachts. Ich weiß auch nicht. Es war eigentlich insane doll, aber es regnet halt. Und unsere Beine, man sieht es auch so ein bisschen gerade, die gucken hier mal so ein Stück raus. Ja. Jetzt der Twist aber. Wir nutzen gerade hinten noch nicht die komplette Range von unserem Tarp und allgemein von unserem Shelter. Deswegen hat Dominik die Idee gehabt, finde ich übel geil, dass wir nochmal zwei kleine Tripods bauen, so ähnlich wie hier vorne, und dann quasi das Ding hier so ein Stück hochbocken. Dann können wir weiter reinrutschen und dann sollten wir trocken bleiben. Das heißt, wir werden jetzt, ich denke mal, wir brauchen so drei richtig lange Stäbe organisieren. Aus zwei davon machen wir drei kleinere Stäbe wiederum, bauen dann ein paar Tripods und aus der dritten Stange, die legen wir drüber und dann legen wir dieses ganze Ding drauf. Und dann wird es einfach so hochgehoben. Das Ding ist, es ist halt alles ein bisschen wackelig und wir müssen das dann hier so hochheben. Aber eigentlich sollte es gehen. Schauen wir mal. Die Brühe, die wir vorhin gemacht haben, war unfassbar scheiße. Also wir haben dann auch irgendwie die letzten 200 Milliliter mal aktiv weggekippt. Also das war wirklich richtig räudig irgendwie. Das Fett hat ist so irgendwie ist so einzeln gewesen und Bro, es war so ekelhaft. Ich muss kotzen, wenn du das erzählst. Boah. Ja, es war echt ekelhaft. Also ich weiß nicht, ob wir nochmal Brühe machen. Wir schauen mal. Also ich glaube nicht erstmal. Aber ja. Okay, wir fangen an. Let's go. Als erstes müssen wir jetzt mal die drei Bäume, die drei Äste aussuchen, die dann geteilt durch zwei 6 ergeben und die dann wiederum 2 schöne Tripods ergeben. Das ist jetzt wichtig. Ja, Mann. Was haben wir denn hier? Die Bäume in unserer Gegend, wisst ihr ja schon, sind notorisch beschissen. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht den hier oben absägen. Diesen hier. Oh. Das ist ein bisschen Abastarbeit, aber könnte man machen. Okay. Ja, ist schon ein Jonker, ne? Ja, nehmen wir mal. Ja, wichs den mal ab. Einfach mal so ein Baum fällen. Auf chillig. Also Freunde, ich sage euch ehrlich, diese Säge, die wir dabei haben hier, diese einfach Handsäge ist super geil. Unsere Handkettensäge fuckt mich ultra ab. Ja, wir haben noch so eine dabei, haben die anderen Teams wahrscheinlich auch, die man so ziehen kann. Ja. Die haben wir fast gar nicht benutzt, die ist so scheiße. Also entweder haben wir da so ein falsches Modell mitgenommen oder ich weiß nicht was, aber mit der kriegst du nichts runtergesägt. Das macht gar keinen Bock mit der. Baumfeld! Wow! Baumfeld! Wundervoll! Dominik Rätsmann, die langsamste Säge Deutschlands. Ja, aber ich bin ja nicht die Säge, die gesagt hat, oh, ich kann nicht mehr. Okay, dann noch den Wichser hier hinter uns. Boah. Den mache ich wieder. Boah, Digga. Was denn? Boah. Boah, was ist los? Oh, das Aufstehen gerade. Bist du zu schnell aufgestanden? Boah, bin ich ein Rentner? No joke. Ich bin gerade fast so umgekippt. Dafür sitzen gerade aufstehen, Digga. Mir war kurz schwarz, Alter. Jesus, wir sind am Arsch. Boah, Bruder, oh, bitte pass auf. Ja, was soll ich denn aufpassen, Mann? Ich muss ja irgendwie schon noch teilnehmen am Leben. Warum so sauer? Ich habe ja am ersten Tag gesagt, dass das oder das ein richtig geiler Spot zum Klippenspringen ist. Wäre auch, aber geht nicht, weil das Wasser ist definitiv nicht tief genug und selbst wenn diese Steine weg wären, wäre es wahrscheinlich nicht tief genug, aber dann könnte man in so eine Art Bauchplatscher wahrscheinlich da reinhechten. Aber so geht das natürlich überhaupt nicht. Geht also leider nicht, der Sprung. Hätte ich gerne weggemacht. Hätte bestimmt auch vitalisiert und alles, aber
Gut, muss ich wieder auf dem Rhein-Herne-Kanal zu Hause warten. Ich habe übrigens kein Auge zugedrückt heute Nacht. Also minimal ab und zu mal gepennt. Es war ziemlich kalt, habe Ultra-Halsschmerzen. Ja, und die ganze Zeit im Kopf, was ich mir gestern halt für Gedanken gemacht habe. Also ich bin wirklich froh, dass ich es so lange geschafft habe bis hier. Aber ich lag da gestern und habe gedacht, Alter, was machst du hier? Verletze dich jetzt irgendwie selber, dass du denkst, du hast eine Verletzung und dann kannst du so hier raus. Und da dachte ich mir, okay, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber hier ist mein Ehrgeiz jetzt erloschen. Ich bin froh, dass ich es eine Woche geschafft habe, aber ich habe einfach keinen Ansporn mehr, jetzt noch eine Woche mich hier komplett durchzuquälen, weil das ist einfach nicht die Qual, die ich geil finde. Für mich, ich habe jetzt so lange hier gekämpft für mich, bin da wirklich stolz drauf, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch eine Woche mich hier irgendwie durchfoltern sollte, dass ich das nicht, dass das nicht ich selbst bin. So weit kann und will ich nicht gehen. Ich denke mit jeder Aktion, die ich hier mache, okay, das mache ich ausschließlich, damit die Sekunden verstreichen, dass es vorbei ist. Und da sehen wir nicht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der voller Lebensfreude ist, voller Stimmung, voller Hype. Ich habe immer Bock auf alles. Ich gehe die Sachen meistens mit absolutem Vollgas an. Und ich habe hier gemerkt, dass all diese Sachen erloschen sind für mich. Und den Zeitpunkt will ich real zu mir selber sein und sagen, okay, gute Erfahrung. Ich habe jetzt schon sehr viel gelernt, auch mit dir. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich nicht mehr weiterentwickle für mich selber, sondern ja, all meine Werte irgendwie verloren gehen innerlich. Und ja, deswegen ist für mich 7 Tage lang genug. Vor allem in einer Sache, wo ich 0,0 Erfahrung mit habe. Survival. Und hier so ganz einsam, also mit dir zu sein, das reicht mir. Du brauchst keine Survival Skills. Ich bin der Survival Skills. Es reicht, wenn einer das kann. Ja. Und ich habe die Erfahrung, ich habe diese Art von Geschichten so gemacht. Und deswegen, das ist uninteressant. Und du hast selber erzählt, Jan, ich rede mit dir einfach Klartext. Wir sind erwachsene Leute. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Du hast selber gesagt, dass du dich unfassbar freust. Ja. Du hast dich beworben. Ja. Du hast ein Video geschickt, wo alle durch die Decke gegangen sind. Ja. Du bist von 14 Meter hoch gesprungen ins kalte Wasser in der Nacht, wo du alles dunkel. Hä? Alle haben dich gefeiert. Fritz Meinecke hat gesagt, er ist es. 90% haben gesagt, er muss kommen. Ja, richtig. Richtig, ja. Jan, du bist stark. Seven versus Wild, Team.